Sie sind Rechtsanwalt in Hamburg, spezialisiert auch auf Sportrecht und in diesen Tagen natürlich ein gefragter Mann, wenn es um die Existenz von Fußballvereinen geht. Wir haben ja viele Szenarien auch schon im Profifußball gehört, was dort eventuell passieren könnte. Bei KickTV widmen wir uns ja aber auch dem Amateurfußball und da hoffen wir, dass wir hier heute mal ein, zwei Fragen klären können, weil Sie haben ja eine Vergangenheit im Hamburger Amateurfußball beim Hamburger Oberligisten Viktoria und waren dort von 2014 bis 2016 sportlicher Leiter. Und ich würde einfach mal sagen, wir beamen uns mal in die Zeit zurück und stellen uns mal vor, das Coronavirus wäre damals ausgebrochen, so März oder April. Ja, was wäre da auf Sie zugekommen als sportlicher Leiter? Welche Lösungen hätten Sie da eventuell parat gehabt? Hallo erstmal. Auch von meiner Seite vielen Dank erstmal für die Einladung zu diesem Gespräch. Völlig richtig, die Vergangenheit bei Viktoria Hamburg hat mich in der letzten Zeit häufig eingeholt, weil ich mir tatsächlich überlegt habe, was würde man denn in der Situation jetzt bestmöglichst tun. Das ist ja komplexer, als das auf den ersten Blick aussieht, wenn man in den Medien immer liest, Ticket, Rückerstattung, Sponsoringverträge und so weiter, sind die wesentlichen Themen, die halt auch die Profiklubs beschäftigen, sind ja viele Breitensportvereine, Amateurclubs im Fußball etc. deutlich näher auch an Themen, wie ich die Zahlungsfähigkeit im Alltag sicherstelle und hohe Verbindlichkeiten auf der Spielerseite, auf der Seite von Trainerverträgen etc. Bedeuten natürlich, dass ich jetzt genau hingucken muss, welche Einnahmen ich in diesen schwierigen Zeiten dann halt auch tatsächlich noch verlässlich verbuchen kann und bei welchen ich möglicherweise vorsichtig sein muss. Ab welchem Wert, sage ich jetzt mal, oder ab welchem Vertragsverhältnis kann der Verein da auf Kurzarbeit auch hoffen oder das auch anmelden? Es ist fast eher andersrum zu sehen, bis zu welchem Wert. Das heißt also, Kurzarbeit kann ich, wenn ich Verträge geschlossen habe, wo der Spieler Geringstverdiener ist bei 1.000 Euro im Monat oder 2.000 Euro, also wo man kaum von leben kann, hätte ich jetzt fast gesagt, ist es möglich, Kurzarbeit jeweils auch anzumelden. Grenze nach oben ist allerdings die Beitragsbemessungsgrenze, warum das Thema im Profifußball eher im Bereich Verwaltung eine Rolle spielt, also sprich in den Geschäftsstellen und weniger auf der Spielerebene. Das heißt also, wenn ein Verein, und ich kenne da gute Beispiele, bei denen wir auch eng dran waren in der Beratung jetzt in Regionalligen, in derartigen Summen unterwegs sind und tatsächlich jetzt gar kein Fußball mehr spielen, ist es durchaus tunlich, auch die Spieler für eine Kurzarbeit anzumelden jetzt.